Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal hatten wir Nebenquesten gemacht, haben einen Veronis aktiviert. Kolonie Lambda hat hier mittlerweile bessere Zeiten und um Kolonie Lambda geht's auch heute, beziehungsweise um Izzard. Denn der möchte einen Onsenbesuch machen und das ist unsere heutige Heldenmission und wahrscheinlich auch die einzige Mission, die wir heute machen. Und ich bin dafür extra schon zur City gereist. Im Übrigen, Mio war mit dem Budget hier fertig, deswegen habe ich sie mal hier zum einsamen Exulanten hier gemacht. Das heißt, sie hat jetzt diese Doppellanze. Und dann gehen wir jetzt mal hier unten hin und holen uns das erste etwas ab. Bei Timna. Kurz behelligen. Was? Selbst die wissen nicht, was ein Onsen ist. Oh, nicht gut. Wir finden einen Onsen für dich, Izzard. Wir finden einen. Er? Immer dieser Hang zur Übertreibung, ne? Der Allwissende. Wann werde ich sterben, ist die erste Frage, die ich ihm stelle. Und voran. So, it's somewhere fairly out of the way. At least people have heard of this natural spa phenomenon. Die Verbindung geht vor allem dann tiefer, wenn die Männer versuchen gucken zu gehen, was die Frauen machen. Sieht man ja fast in jedem Anime. Ja, wie sie alle spannend gehen. Ist ja normal dort. Die haben das Wort irgendwo aufgeschnappt, ne? Didn't expect you to get so fired up.
Discovering the unknown serves as a good motivator. Ja. Mit dem Erkunderdrang? Ist sowas echt motivierend. Und dir, du hast ja noch ein Sternchen. Ach, das war der Jonglierer. Good to add more names. Komm, du siehst alt aus. Wie, was? Ja, so würde ich auch reagieren. Ja, hier in der Welt offenbar sehr selten. Wenn wir dann glauben, lebt er noch. So, und das dürfen wir jetzt erstmal besprechen. The more I hear about these natural spas, the more curious I become. Dass sie alle versiegt sind. Die Frage wird es nicht beantwortet haben. Ja, da macht euch nur mehr Stress, als es wert ist. Nee, es ist ein sehr heißes Bad. Ich meine, dass die Mineralien, die in diesen Onsen drin sind, eine spezielle Wirkung da auch noch haben. So genau kenne ich mich aber mit Onsen auch nicht aus. Nein, ganz und gar nicht. Den Allwissenden. Ich habe mehr was mit von werfen gedacht jetzt. Aber ich glaube, bei einem Onsen ist es tatsächlich verboten, jemanden reinzuschubsen. Let's bounce.
Guck mal, direkt davor ist ja das nächste Gespräch. Oh, weiter oben. Excuse me, kind sir. What? What? A bunch of hoodlums trying to gang up on an old man, eh? Like there's this abgeschieden steht. Natural spa. What did you say? Oh, we're searching. If it's spas you're asking about, I'm who you need to be talking to. We are talking to you, mate. Well then. So you're the kids going around making noise about spas. You think talking to me is the way to get at all my secrets? You might be whippersnappers, but I can respect that kind of grit. You think he actually knows anything? I'm wondering. We heard that there was someone who knew much about spas, but that he had passed away. What did that old codger tell you? I ain't dying anytime soon. Mind telling us about the spas, then? When I was young, I used to go around the mall, and a lot. There were about four of them. The one I liked the most was the Nordal Natural Spa. At the time, my back was killing me, but one dip, oh, and it was healed. Amazing! The odd thing was, it was just a foot bath. I dipped my feet in, and it healed my back. What genius came up with that, eh? I only ever found four natural spas, but I also heard rumors of another secret one. I bet it'd do marvels for one's back. Mate, we didn't come here to chat about your flipping back. Hey. We want to know where we can find a spa. If there's four of them, then you can... No, they're long gone. What? Gone? You say? Thanks to kids like you with your wars and whatever. They've been blown up. Filled in. Huh? Natural spas need water that gushes out of the ground. No gush, no spring. You might find something if you start digging, though. Dig? That's your advice? Though in times like these, start digging holes and people will think you're crazy. Well, you certainly turned out to be a font of knowledge. I don't regret this at all. Don't take it to heart, Tyon. We tried our best. We'll just have to accept the result. We may not have found a natural spa, but the time we spent was still worthwhile. I suppose, Commander. You suppose nothing. You should let someone finish when they're talking. There is still the secret spa that I couldn't find. Oh, to be more precise, there might be... What? Really? I heard this when I was still young, so it might not be too credible. But the rumor goes that there was one in the Brasser geothermal belt. But I couldn't make it. The place was crawling with monsters, inside and out. So there is hope after all. Long time ago, lots of people took refuge there. But... not one of them came back. That's how dangerous the place is. So, the spa might be there. It might not. That's why I couldn't recommend the place to you. There we go then. Hey, is it? Indeed. It might be there, it might not. The more uncertain it sounds, the more it gets me excited. Weirdo. What if it turns out to be a massive waste of time? I never thought I'd get so excited at searching for something unknown. Soak yourself in the spa the way you're getting now, and you're liable to broil yourself to death. I'll take care. Thank you kindly. Oops, nearly forgot to tell you. How to properly use the spa. Pin your ears back and listen. Einfach komplett nackig rein. Nach Cadencia muss ich. Okay, wir sehen uns dort. Okay, wie es scheint, war ich noch nie bei diesen Thermalquellen. Da müssen wir wieder ein Stückchen laufen. Aber wir haben einen neuen Reisepunkt.
Und hier sieht schon ein da an aus. So there's a spa here. Quite a point of interest from the look of things. Aua, das ist Gift. Guck noch mal raus. Ah, da oben, ich sehe es schon. Wie komme ich denn da hin, ohne mich umzubringen? Kann ich auf den Dingern stehen? Ja, auf den Dingern kann ich recovern, so gesehen. Wonder what's inside. Fies, die Quellen. Tut man sich ja mehr weh als heilen. Komme ich hier denn hoch? Das ist ein Nachschubabwurf, den kann ich mir aber nachher holen. Okay, hier komme ich nicht hoch. Hier war diese Natur ein Sadist, ne? Einfach so ein Entspannungsbad. Mit Säure oder Gift, ich weiß nicht, was von beiden jetzt hier gerade eher zutrifft. Einfach zu umringen. Schnell auf den Stein da zum Regenerieren. Reicht, wenn einer Leben hat. Komme ich hier überhaupt durch? Ich würde sagen, ja, weil da eine Höhle ist. Ah, Froschis, greift mich nicht an. Das nehme ich mit. Irgendwo in dieser Gegend ist doch bestimmt auch noch ein weiteres verronnenes Wrack. Okay, jetzt gleich irgendwie, dass ich doch in die falsche Richtung gehe. Höhle des Unheils, ja, danach wirkt sie auch. Hey, don't you think there's something off about this place? Wenn ich mich mit einem anlege, bin ich tot. Ah nee, der Weg hier scheint mehr oder weniger richtig zu sein. Ich komme zumindest nach oben. Und hier sind keine Level 90er mehr. Weil ich 10 Level über den Viecher bin, greifen die hier mich auch nicht an. Ja, das ist die richtige Richtung offenbar. War auch schon wieder mega fies. Hier einfach durch so ein Mega-Monster-Gebiet durch, nur um ein bisschen Spannung zu bekommen. Ja, hoffentlich. So, this is the spa. So it is just a great big stonking bath. Looks can be deceiving. They told us it has special properties, remember? The humidity is insane. Do you think the water's hot? Huh? Hold it. Something's here. Ja, die genießen Bad. Seems we're not the first visitors today. Weapons ready. Die wollen auch nur entspannen. Das wird kein langer Kampf. Definitiv nicht. Damage!
Viele sind ja nicht mehr. Wir sollten vielleicht erstmal den da fertig machen. Könnten eine Angriffskette machen, aber hätte wenig Sinn. Hau hier so hart raus. Der Pyrotan, der hält einiges aus. Aber komm, sollte jetzt eigentlich so langsam rum sein. Das war eine miese Aktion. Those guys, they healed up something crazy. Was that an effect of the spa's waters? Does it matter anymore? Now you can just dive right on in. Huh? But, Right. Ready, is it? As promised, time for us to chuck you in. Hold up. I don't remember making any... What? What is the meaning of this? Commander, are you okay? Other than my heart, I believe I'm quite all right. Thank you. Just like the old man said, if there's nobody there, it's good manners to jump right in. Even so, that's not... However, the water is good. What does it feel like? The temperature is very pleasant. So like I've been saying, it's just a bath. Look, my wounds are closing as we speak. Wow. So what that man was saying, it wasn't entirely wrong, it looks like. Yes. Now that I'm in here, I don't think I ever want to leave. Right, my turn then. Oi, what's wrong with you? Everybody get in. Huh? My word. I'm healing in places I didn't even know I had. Aren't you coming in? The water's fine. But I, I'm coming back to life. Not that I was dead or anything. Would I have to strip down? Oh, right. The old man, he did say there's a proper way for getting in the water. But I mean, right here. Hey, guys, where's your sense of culture? Get in already. You don't want it getting cold. It's perfect for healing your wounds after a grueling battle. But, Commander... You can be hopeless. Uni, boot him in already, will ya? Roger that. Now wait here a minute, Uni. I never said I was going in! Spark, why did it have to end like this? Tyon, it's a good experience for you. It wasn't so bad, was it? Well, now that you ask. Yeah, taking a dip wasn't bad at all. Right. All my tiredness is just completely gone. Did you enjoy your break? I did. Thanks to you, I feel as if a weight's been lifted from my heart. I believed I was working for the colony, but really I was running myself into the ground. So it was worth coming here?
It just shows that there's room in any heart to appreciate the finer things. This has given me a lot to think about. At some point, I'll have to bring everyone in the colony here. If you can make everyone fit. In a space like this, people have to take turns. The lines will get long. Huh. Then perhaps we need to dig some more holes. We might even discover some new springs. You're really serious? Once the fighting ends and people have more free time, then I might give it some serious thought. Digging a few holes shouldn't pose us too much of a challenge. We are miners, after all. But wait. If we can discover many more of these spas, we could bring in people from other colonies. Looks like you've caught the spa bug, is it? Times like this are when the commander shines the brightest. Bet you're glad we helped him, Tyon. Yes. I think he's going to be an even greater help to us now. Shall we be off? Our next objective awaits. Wie hieß es so schön? Manche muss man zu ihrem Glück zwingen, aber das sowohl Izzard als auch Tyon da reingetreten wurden. Das ist natürlich was anderes. Ich finde das lustig. Heile ich auch, wenn ich da drin stehe? Nö. Oh, das war ein gutes Bad. Und das ist gutes Äther. Ja gut, ne? Das war die heutige Heldenmission. Ich würde hiernach jetzt noch gucken, dass wir einmal zu Kolonie Lambda nochmal gehen. Wenn die übrigens hier mit der ganzen Kolonie reinkommen würden, also die würden sich wahrscheinlich sogar streiten, wer rein darf, weil ja, allein der Weg dahin ist ja schon anstrengend wie Sau. Also das wäre schon eine Streiterei. Naja, wir sehen uns in Kolonie Lambda. Okay. Hier in der Kolonie ist keine weitere Quest, aber ich finde es lustig, wenn ich mit Whitby rede. Also er hatte ein neues Sternchen. Er redet über das Onsen. Izzard ist jetzt wirklich sehr angetan von Onsen. Lass dir die Frage von Izzard beantworten. Jedenfalls hier ist keine weitere Nebenquest. Wir können auch noch gucken, was Izzard selber sagt, wenn ich mit ihm rede. Der redet bestimmt auch von nichts anderem mehr als Onsen. Er hat seine neue Bestimmung im Leben halt gefunden. Was ich natürlich gucken könnte, ist, dass ich hier die Harmonie nochmal ganz kurz hochjubel. Dass die hier auf Stufe 5 sind. Hoffen wir mal, dass man das allen ermöglichen kann. Na gut, ich guck mal über die Teile, dass ich hier mal ein bisschen Harmonie kurz draufpacke. Ich habe es zumindest versucht. Ich habe jetzt mal alles, was mit Kolonie Lambda zu tun hat, abgegeben, aber hat nicht ausgereicht für Stufe 5. So, mal kurz auf die Karte gucken. Jetzt nicht Kolonie Lambda. Also mit Kolonie Tau sind wir auf jeden Fall fertig. Mit der City haben wir noch ein paar Aufgaben. Kolonie Lambda haben wir auch fertig. China Ethia haben wir Kolonie 9 definitiv fertig. Wir könnten gucken, ob in Kolonie Gamma mal was Neues ist. Also ich sehe zumindest gerade kein Symbol für ja Nebenquest. Aber hier sind ja generell immer diese Lehreranfragen, ne? Zusatzstunde, Lehrer Mio. Mio darf auch zur Ausbilderin werden. Das ist bestimmt eine Nebenquest. Warte mal. Der Held hierzu war Sido. Gamma is as vibrant as ever once again, thanks to you. All the hard work was worth it to hear you say that, Commander. Sieht aber nicht so aus, als ob hier eine Nebenquest sonst wäre. Na gut, die Nebenquests können wir beim nächsten Mal angehen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.